Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, gut, dass Sie sich in der Debatte zu Wort gemeldet haben. Das zeigt ja auch, dass die Situation doch sehr ernst ist. Und Sie haben in Ihrer Rede gesagt, dass Sie gezeigt hätten, dass man sich auf diese Landesregierung verlassen könnte. Genau das Gefühl haben viele Eltern in diesem Land, und auch die, die gestern vor der Staatskanzlei demonstriert haben, die haben das Gefühl nicht, dass man sich auf diese Landesregierung und irgendwelche Ankündigungen dieser Landesregierung noch verlassen kann. Weil Verlässlichkeit, Herr Ministerpräsident, Verlässlichkeit bedeutet, dass man tut, was man sagt und was man ankündigt. Und wenn man nicht tun kann, was man gesagt und angekündigt hat, dann ist das Mindeste, dass man das einräumt und dass man erklärt, warum man seine Ankündigung nicht in die Tat umsetzen kann. Was aber nicht geht, ist, sich hinzustellen und so zu tun, als hätte man das alles nie gesagt und nie verkündet und als würde man eines alles einhalten, was man vorher gesagt hat. Dann fühlen sich die Leute veräppelt, und zwar vollkommen zu Recht. Und das hat mit Verlässlichkeit nichts zu tun. Es waren noch nicht die Kommunen, die verkündet haben, dass es ab dem 2. Juni einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder geben wird. Das waren nicht die Kommunen. Das war der Sozialminister. Und zwar vor genau 3 Wochen an genau diesem Pult haben Sie davon gesprochen, ab 2. Juni soll es einen eingeschränkten Regelbetrieb geben. Wörtlich haben Sie gesagt, es wird ein eingeschränkter Betrieb sein, aber das Ziel ist, dass jedes Kind seine Kita vor den Sommerferien noch einmal von innen sieht. Das haben Sie gesagt, und darauf haben die Familien in diesem Land sich verlassen, Herr Klose. Nein, das machen Sie nicht, weil was hier geplant ist, ist kein eingeschränkter Regelbetrieb, sondern es ist die Ausweitung der Notbetreuung. Im besten Fall ist es die Ausweitung der Notbetreuung. Es ist sogar für einige Familien eine Verschlechterung. Ob es zusätzliche Betreuung gibt oder nicht, hängt von den Kapazitäten vor Ort ab. Es hängt davon ab, ob zufälligerweise eine Erzieherinnenkollegium viele Menschen aus der Risikogruppe beinhaltet, ob die räumlichen Bedingungen stimmen. Davon hängt es ab. Und solche Zusagen kann man doch nicht machen, wenn man dann nicht bereit ist, sie auch einzuhalten und dann einfach die Verantwortung an die Kommunen abzuschieben und so zu tun, als hätte man damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Was ist denn mit den Familien, die seit 11 Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen, die Betreuungsarbeit leisten, die Homeschooling machen? Die ist alles neben dem Homeoffice. Und nein, Homeoffice und Kinderbetreuung von kleinen Kindern ist nicht vereinbar. Was ist, die Schulkameraden ersetzen, die Spielkameraden ersetzen, die sich die Großeltern nicht einmal zur Unterstützung organisieren können, die teilweise morgens um 5 Uhr aufstehen, damit sie vor der Schule, bevor die Kinder aufstehen, noch etwas machen können und bis spät in die Nacht arbeiten. Und das seit 11 Wochen, die ihren Jahresurlaub genommen haben, die unbezahlten Urlaub genommen haben, die vom Kurzarbeitergeld zum Teil noch leben und sich existenzielle Sorgen machen. Was ist mit diesen Familien? Die haben sich darauf verlassen, dass es am 2. Juni eine Lösung gibt. Und das, was die Landesregierung hier vorgelegt hat, das ist doch kein Konzept. Das ist das Abschieben von Verantwortung auf die Träger vor Ort, meine Damen und Herren. Und der Druck in den Familien ist doch da. Kinder brauchen doch andere Kinder. Und natürlich ist das klar, dass man nicht jeden Tag jedes Kind wieder 8 Stunden in die Kita bringen kann. Das hat auch niemand gesagt. Aber es müssen doch Angebote geschaffen werden, dass allen Kindern ein Angebot gemacht werden kann, ein regelmäßiges Angebot, weil die Kinder brauchen und weil es zu Eltern auch Zeit zu durchschnaufen brauchen. Und es gibt eine Überforderungssituation in vielen Familien und es gibt eben auch einige wenige Familien, in denen sich das in häuslicher Gewalt und in Aggressionen äußert, meine Damen und Herren. Und deshalb auch hier wieder die sozialen Unterschiede. Natürlich treten die hier deutlich zutage, weil es ein Unterschied ist, ob man seine 2 Kinder in einem Haus mit Garten betreut oder in einer beengten 2-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Stadt. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man bei Homeschooling ein Kind unterstützen kann oder eben nicht. Das heißt also, die sozialen Ungleichheiten, die nehmen hier immer weiter zu, meine Damen und Herren. Und Sie versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, indem Sie sagen,
die Verantwortlichen vor Ort, die Kita-Leitungen, die müssen sich doch jetzt rumstreiten mit den Eltern, mit völlig verzweifelten Eltern, die nicht wissen, was sie ihrem Arbeitgeber sagen sollen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen und wie sie ihr Kind nach 11 Wochen noch betreut kriegen. Die Kita-Leitungen müssen sich jetzt rumstreiten mit völlig verzweifelten, zu Recht verzweifelten Eltern und gleichzeitig mit Erzieherinnen aus der Risikogruppe diskutieren, ob sie überhaupt zur Arbeit gehen können. Und in dieser Situation führt das auch dazu, dass natürlich Eltern gegeneinander ausgespielt werden, weil jeder versucht, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Es ist ein zu kurzes Tischtuch, und da es überhaupt keine Vorgaben vom Land gibt. Und das ist doch die Kritik. Es gibt einfach keine Vorgaben. Es gibt nicht eine Form von Mindeststundenbetreuung für alle Kinder. Herr Minister, das wäre doch etwas, auf was man vor Ort Bezug nehmen könnte. Wenn Sie geregelt hätten, jedes Kind mindestens 2 Tage die Woche, mindestens so und so viele Stunden die Woche, das wären doch Vorgaben, auf die man sich vor Ort hätte beziehen können. Aber das machen Sie ja nicht, sondern Sie verlagern die Verantwortung und damit den gesamten Ärger an die Träger vor Ort. Und das werfen wir Ihnen vor, meine Damen und Herren. Und dann muss man sagen, Sie tun so, als seien Sie dafür alles nicht verantwortlich. Und das war alles das Virus. Ja, es war das Virus. Aber sorry, wer hat denn beschlossen, dass wir hier alles wieder öffnen? Wer hat denn das beschlossen? Das war diese Landesregierung. Und das war eine völlig falsche Prioritätensetzung. Man kann doch nicht sagen, dass man von Bundesliga über Autohäuser bis zum Glücksspiel alles wieder öffnet, aber die Kitas und die Schulen nicht. Was ist denn das für eine Prioritätensetzung, meine Damen und Herren? Und wenn dann, es tut mir leid, aber wenn dann ein Ministerpräsident fragt, was hat denn die Öffnung von Möbelhäusern und die Öffnung von Gastronomie mit dem Thema Kinderbetreuung zu tun? Da kann ich da nur wirklich mit dem Kopf schütteln. Ich erkläre Ihnen den Zusammenhang gerne, Herr Ministerpräsident. Die Verkäuferin im Möbelhaus, die muss jetzt wieder arbeiten gehen. Und die Kellnerin, die muss jetzt wieder arbeiten gehen, weil die Gastronomie geöffnet ist. Und die H&M-Verkäuferin, die muss wieder arbeiten gehen. Ja, sie darf wieder arbeiten gehen, und wenn sie nicht arbeiten gehen kann, weil sie ein Betreuungsproblem hat, muss sie es ihrem Arbeitgeber erklären. Die, wenn man alles öffnet, aber nicht dafür sorgt, dass die Menschen eine Kinderbetreuung haben, dann organisiert man Menschen ein riesiges Problem, und zwar vor allem Frauen, meine Damen und Herren. Ich kann das verstehen, Herr Ministerpräsident, was Sie sagen, wie schwierig das ist mit der Öffnung der Kitas. Kann ich alles verstehen. Ich finde, sogar den Standpunkt kann man einnehmen. Aber dann kann man nicht alles andere öffnen. Die Reihenfolge stimmt nicht. Man kann nicht sagen, wir machen alles wieder auf, jeder kann, soll wieder arbeiten gehen, aber wir schaffen keine Betreuung in den Kitas und in den Schulen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Was sollen denn die Leute ihren Arbeitgebern sagen? Ja, das Geschäft hört wieder auf, aber ich kriege mein Kind nicht betreut. Ich bin nicht systemrelevant, sorry, Arbeitgeber, ich komme nicht. Jahresurlaub habe ich dummerweise auch schon genommen. Also darauf müssen Sie doch eine Antwort geben. Dann hätten Sie nicht alles öffnen dürfen. Dann hätte man sagen müssen, wir müssen Bereiche zulassen, weil wir können die Kitas gerade nicht öffnen. Dann hätte man sagen müssen, wir brauchen einen Corona. Das ist richtig, Herr Pentz. Ja, ja richtig. Wir wissen, kann ich Ihnen nur zustimmen. Dann muss man sagen, die Familien bekommen ein Corona-Übergangsgeld, damit ihre Existenz gesichert ist, und sie werden sich um die Kinder kümmern müssen, weil sie erst nur 2 Tage die Woche eine Betreuung haben. Das hätte man ja machen können, aber dann kann man nicht alles andere öffnen. Und das ist doch das Schlimme, dass die mächtigen Lobbys, ja, die am lautesten schreien, bekommen die weitgehendsten Öffnungen und bekommen die Milliardenbeträge. Und da stimmen einfach die Prioritäten nicht, meine Damen und Herren. Es ist die falsche Reihenfolge. Und der Rechtsanspruch für Kita, für Kinderbetreuung ist hart erkämpft. Und das hat auch etwas mit Gleichberechtigung von Frauen zu tun. Und diese Gleichberechtigung kann man sich nicht wegnehmen lassen. Und ich sage mal so, es hätte dem Corona-Kabinett in Hessen auch nicht schlecht getan, wenn dem auch eine Frau angehört hätte. Da hätte man vielleicht auch ein paar Diskussionen anders geführt. Und der Rechtsanspruch auf die Kita kann ausgesetzt werden. Das wurde gemacht in der Corona-Krise, aber doch nicht dauerhaft und über Wochen und Monate hinweg, wenn Menschen gleichzeitig erwerbstätig sind. Und dann wird gesagt, ja, besonderer Schutz der Kinder. Also da, auch das finde ich schwierig. Da wird dann Indoor-Spielplätze werden geöffnet, Schwimmbäder werden geöffnet, Kinder können in Shopping-Malls und Freizeitparks, nur nicht in die Kita. Also da argumentieren Sie mit dem Schutz der Kinder. Und wenn Sie sagen, Sie danken den Erzieherinnen, das größte Hilfe für die Erzieherinnen wäre ein gescheites Konzept. Ein Schutz von Risikogruppen, regelmäßige Tests, Vorgaben für die Gruppengröße und eine langfristige Aufwertung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Und da verstehe ich auch das nicht, dass Sie sagen, wir können ja keine Vorgaben machen. Ist ja vor Ort alles anders.
Für die Gastronomie können Sie da auch Vorgaben machen, diese 5-Quadratmeter-Regelung. Ist doch auch jede Kneipe anders. Gibt es einen Biergarten, gibt es eine Eckkneipe? Können Sie Vorgaben machen? Überhaupt kein Problem. Aber bei Kitas geht das nicht. Bei Kitas ist das alles viel zu bürokratisch. Jede Kita ist anders. Da kann man überhaupt kein. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich finde, unterstützen Sie die Familien. Unsere Solidarität gilt den Erzieherinnen und Erziehern, die sowieso schon schwierige Arbeitsbedingungen hatten und für die es noch schwieriger geworden ist. Unsere Solidarität gilt den Eltern. Sie setzen die falschen Prioritäten, und Sie versuchen, die Verantwortung an die Kommunen abzuschieben, die sowieso schon auf den Kita-Gebühren, den wegfallenden sitzen bleiben, die sowieso unterfinanziert sind und jetzt unter wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen leiden. Und denen bürden Sie jetzt die gesamte Verantwortung auf, ohne Vorgaben zu machen. Können Sie in jedem anderen Bereich auch, aber bei den Kitas nicht. Und deswegen ist das eine vollkommen falsche Prioritätensetzung dieser Landesregierung.